Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World Wide Whisky. Heute verkoste ich einen Balvenie 12 Jahre Single Barrel. Ja, und heute geht es um Balvenie. Balvenie, eine Destillerie, mitten in der Speyside gelegen, gehört zum Konzern William Grant & Sons. 1892 wurde die Destille gegründet, steht auch immer hier oben drauf. Und sie brennen auf 4 Wash und 5 Spirit Stills und haben ein Produktionsvolumen von sage und schreibe 5,6 Millionen Liter. Also die brennen heftig viel. Ja, was ich noch nicht gewusst habe, was ich jetzt gerade gelesen habe, ist, dass die Destillerie bei der Erbauung aus Kostengründen auf gebrauchte Brennblasen zurückgegriffen hat von Lagavulin und Glen Albin. Glen Albin ist eine Destille, eine Lost Destille, die gibt es nicht mehr. Aber Lagavulin brennt ja heute noch. Das habe ich nicht gewusst, dass die Brennblasen aus den Destillen benutzt haben. Auch wieder was Neues dazu gelernt. Ja, ich war jetzt gerade im Schottland Urlaub. Ihr habt ja meine Videos gesehen, die wir in Schottland gedreht haben, in unserer Unterkunft. Und in diesem Urlaub haben wir unter anderem auch Glenfiddich nochmal besucht, weil bei Glenfiddich war ich vor 5 Jahren schon mal in der Destille und habe einfach zu den Jungs mal gesagt, komm, wir fahren mal da ran, wenn wir schon da vorbeifahren, weil wir waren zu dieser Copperidge oder wie das Ding heißt da, diese Fassmacherei, diese große, die ist ja gleich, wenn man Glenfiddich ein Stück hier weiterfährt, 2 Kilometer, 3 Kilometer weiter, ist diese große Fassmacherei. Und auf dem Weg dorthin sind wir dann da vorbeigefahren und dann haben wir natürlich bei Glenfiddich mal kurz angehalten. Ich muss sagen, Glenfiddich hat mir nicht mehr so gut gefallen wie vor 5 Jahren, die Destille, weil einfach dieses Logo, was einem gleich ins Auge gestochen ist, ne, dieser Hirsch, der ja für Glenfiddich steht, den gibt es nicht mehr dort in der Destille oder an der Destille. Also als Statue, als Figur, wohl noch, aber nicht mehr auf dem Logo dort in der Destille, sondern sie haben jetzt das Logo von William Grant & Sons. Das ist ein anderes Logo. Das haben sie jetzt, glaube ich, weiß nicht, ob sie das bei Balvenie auch haben. Bei Balvenie waren wir nicht. Es ist ja ein Riesenareal dort. Wer dort schon mal war, der weiß ja, dass auf dem Gelände Glenfiddich ansässig ist, Balvenie und auch Kininvie. Also die drei Destillen sind dort auf dem Riesenareal ansässig. Aber wenn man die Straße vorbeifährt, kommt man natürlich gleich als erstes zu Glenfiddich. Balvenie muss man, glaube ich, einmal drumherum fahren. Aber das haben wir dann nicht mehr gemacht, weil ja, die Reise war, die war so groß und oder so kurz, ne? Und wir haben so viele Destillen besucht, man kann einfach nicht alle in der Speyside besuchen, ne? Ja, aber nichtsdestotrotz mache ich heute mal ein Balvenie, ein 12er Single Barrel. Ich finde immer diese Tubes sehr gut. Ich guck mal, dass ich euch das mal fokussiere. Sie haben hier auf der Tube den Aufbau eines Fasses so ein bisschen beschrieben. Diese Tubes sind sehr, sehr vollgeschrieben mit Informationen. Ihr seht es drumherum. Also wer sich das mal durchlesen will, ich mach's nicht. Ich bin eh des Englischen nicht so mächtig und das ist mir viel zu viel draufgeschrieben da. Sie sind aber trotz all dem sehr transparent hier drauf. Außer eines weiß ich nicht. Ich weiß, dass das natürlich nicht kühl gefiltert ist. Macht ja auch keinen Sinn bei 47,8 Volumenprozent. Aber ob das gefärbt ist, weiß ich auch nicht. Steht nirgendwo drauf, aber ich gehe mal davon aus, dass die nicht gefärbt sind. Also Non-Chill filtert steht hier drauf. Steht auch Natural Color drauf? Nee. Nur Non-Chill filtert steht drauf. Also wir müssen davon ausgehen, dass es auch gefärbt sein könnte. Mehr kann ich dazu so nicht sagen. Ja, diese Single Barrels, die sind immer, ich stelle mal das Glas nochmal kurz weg. Diese Single Barrels sind immer, werden immer weniger als 300 Stück pro Fass abgefüllt, also 300 Flaschen. Was sie mit dem Rest des Fasses machen, weiß ich nicht.
Ich denke mal, das geht dann in die, ja, in die normalen Standard-Whiskys über. Aber sie entnehmen immer eine Menge von nicht mehr als 300 Flaschen. Deswegen sind auch sind diese Single Casts, muss man ja dann sagen, immer sehr begrenzt. Ne? Aber es gibt sie massenhaft. Also es gibt ganz viele von denen. Ich blende euch mal das Etikett mal ein. Dann könnt ihr euch auch die Fassnummer und die Flaschennummer, also Fassnummer 6521 und die Flaschennummer 95 habe ich hier. Die Flasche habe ich natürlich wieder, wie soll es auch anders sein, vom lieben Franz, der mir den Rest zukommen lassen hat mit dem Altglas. Vielen Dank, Franz. Und ich habe jetzt in der Beschreibung unten nachher, mache ich ja einen Link immer zu den Flaschen rein. Diese Flasche oder dieses Cask gibt es auf der Base noch nicht. Haben sie halt noch nicht reingestellt. Hat noch niemand gemacht. Ich mache stellvertretend einen Link rein vom nächsten Cask. Also nächst höhere oder nächst tiefere, je nachdem was zu finden ist, stelle ich dann den Link rein. Ist aber im Prinzip sind das circa dieselben. Also es ist immer ein First Fill Ex-Bourbon Barrel und 12 Jahre in First Fill Ex-Bourbon gereift. Deswegen würde mich auch wundern, wenn sie dies noch färben, weil die Farbe ist ja jetzt nicht allzu dunkel. Und 12 Jahre First Fill, denke ich mal, sollte schon ein bisschen Farbe geben. Also vielleicht ist es auch nicht gefärbt. Ich weiß es nicht. Kann es nicht mit Sicherheit sagen. Ja, mehr sage ich einfach nicht zur Destille. Also ihr könnt euch kann man sich auch bei Google Informationen holen über die Destille selbst. Ich weiß bloß, dass sie halt jetzt auch gerade unter Corona-Bedingungen, wir haben uns nämlich natürlich auch im Vorfeld erkundigt, ob dort eine Führung möglich wäre. Und sie machen wohl Führung einmal die Woche am Abend. Das war irgendwie bei 21 Uhr rum. Warum das so ist, also mit der Uhrzeit so spät ist, weiß ich nicht. Aber einen Tag in der Woche machen sie abends Führung und die muss man natürlich auch buchen oder sich anmelden. Und die waren ja damals schon, wo wir letztes Jahr wollten wir ja schon mal nach Schottland fahren. Da hatten wir die Balvenie Tour gebucht, mussten sie natürlich Corona-bedingt verfallen lassen, weil wir nicht hinreisen durften oder konnten, weil es diesen Lockdown gab. Und ja, und dieses Jahr haben wir es endlich geschafft, dahin zu reisen, aber wir haben die Balvenie Tour nicht bekommen. Soll eine der schönsten Touren sein, in den Destillen, die in Schottland ansässig sind. Und man kann auch nur, wenn man diese Tour gebucht hat, sich zum Schluss die Handfillet-Flaschen abfüllen lassen oder selber abfüllen. Das geht nur in Verbindung mit der Tour. Also einfach mal dorthin fahren, sich eine Handfillet holen, ist bei Balvenie nicht. Ja. Gut, deswegen haben wir auch keine Handfillets da mitgebracht. Und ja, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, ist, dass Balvenie auch eine eigene Melzerei noch hat, aber sie machen nur ca. 15% des Bedarfs an Malz machen sie noch selber, den Rest kaufen sie zu. Ich denke mal, dass es so mehr oder weniger sich da um eine Schaumelzerei handelt oder so, dass man halt nur mal sehen kann, wie wird überhaupt noch gemelzt heutzutage. Ne? Weil den Rest übernehmen ja Großmelzereien, die dann die einzelnen Destillen beliefern. Gut, also kommen wir mal zum Whisky. Wir haben, wie gesagt, eine Alkoholstärke von 47,8 Volumenprozent. So wird jedes 12-jährige Single Barrel eingestellt auf diese Alkoholstärke. Also das ist keine Fassstärke, das ist irgendeine Zahl, die sie sich dort ausgesucht haben. Und sie verdünnen halt die Whiskys immer auf diese Alkoholstärke runter. Deswegen habe ich auch kein Wasser hingestellt, weil ja, bei der Trinkstärke, also 47,8, brauche ich in der Regel kein Wasser. Gut, also jetzt kommen wir mal zum Whisky. Ja. Sehr schöne, fruchtige, vanillige Anklänge. Also sehr schöne, vanillige Anklänge. Geht sehr arg in die Vanille. Aber auch sehr, sehr zitrusfruchtig.
extrem zitrusfruchtig, muss ich sagen. Also das geht schon in die Zitrone schon. Das ist schon, riecht schon sehr säuerlich. Aber eine gewisse Süße ist da auch mit bei. Also diese Säuerlichkeit von der Frucht her und diese Süße, die ich aber eher mit der Vanille in Verbindung bringen würde. Also so eine Vanillesüße, was natürlich eindeutig alles auf Ex-Bourbon hindeutet, ne? Ist ja ganz klar. Aber eine durchaus sehr angenehme Nase, die gefällt mir sehr gut. Also diese extreme Vanille, wer das mag, wer so Vanille gerne mag, ich kann das gerne riechen. Wo ich es natürlich nicht mag, ist es im Auto, wenn diese Duftbäume da hängen, da kann ich Vanille überhaupt nicht leiden. Aber im Whisky mag ich es gerne. Ja, also ich finde ihn auch nicht großartig komplex, muss ich sagen. Also er hat außer dieser Frucht, dieser Zitrusfrucht und dieser Vanille, vielleicht ein bisschen ins Karamell noch übergehend durch diese Süße, hat er auch nicht viel, muss ich sagen. Aber sehr angenehm, riecht sehr süffig auf alle Fälle und auf keinen Fall sprittig oder sowas. Also der Alkohol scheint von der Nase her jedenfalls sehr, sehr gut eingebunden zu sein. Ich probiere einfach mal. Slanji. Ja, kräftiger Antritt, also sehr, sehr kräftiger Antritt. Ich habe heute noch keinen Whisky gehabt, ist der erste Schluck. Also ich denke mal, der zweite Schluck wird ein bisschen milder ausfallen. Aber der erste Speichelfluss jetzt ganz extrem. Diese Säure, die ich in der Nase hatte, also wo ich jetzt auf diese Zitrone so ein bisschen hingedeutet habe, die habe ich am Gaumen nicht so extrem. Am Gaumen habe ich diese Vanille, diese Süße, dieses Karamell, das dominiert für mich eindeutig am Gaumen. Ein bisschen Eiche habe ich auch schon da, aber nicht so extrem. Also ich kann nicht sagen, dass der jetzt so sehr eichenlastig ist. Er hat Fasseinfluss bekommen, das merkt man eindeutig. Ich probiere noch mal. Früchtemäßig die Zitrone, also er ist sehr, sehr säurehaltig, finde ich. Das hat er auf alle Fälle in der Nase und jetzt habe ich es auch am Gaumen. Aber da wäre ich eher bei so einem süßen Apfel, der aber nicht sehr reif ist, der noch frisch, noch knackig ist, der nicht sehr, sehr gereift ist, so ein grüner Apfel wäre ich da eher, der voller Säure noch steckt. So würde ich das deuten. Und dann kommt diese Süße, die für mich nicht keine Honigsüße ist, die für mich immer mit Vanille und mit Karamell so ein bisschen in Verbindung geht, finde ich. Ja, ich finde durchaus ein gefälliger Whisky jetzt. Kein Überwhisky, das kann ich jetzt. Ja, also als Überwhisky würde ich ihn jetzt nicht einstufen. Ist ein schöner, süffiger, gefälliger Whisky. Ich weiß gar nicht, was der kostet. Ich habe mich gar nicht erkundigt da im Vorfeld. Also ich glaube zu meinen, so um die 50, 55 Euro kostet der. Kann auch sein, dass er schon 60 Euro kostet, weil die Preise steigen ja aktuell überall. Aber 12 Jahre Single Barrel, ja.
Also für mich jetzt kein Überwhisky, nichts Dolles, muss ich sagen. Sehr gefällig, sehr süffig. Also ich würde auf alle Fälle, ja, wenn er so 55, 60 Euro kostet, hätte ich ihn gerne noch 10 Euro günstiger gesehen, sagen wir mal so. Dann wäre das für mich ein richtig, richtig guter Whisky. Es ist ein guter Whisky, gar keine Frage, aber leicht, leicht bisschen zu teuer, finde ich, dafür. Aber ja, gut, eine Kaufempfehlung, ja, kann ich eigentlich geschmacklich, kann ich sie eindeutig aussprechen. Also der ist sehr süffig, sehr gefällig, wie gesagt, hat nicht allzu viele Aromen, ist nicht allzu komplex, das muss ich auch gleich sagen, ne? Also, ja, das muss halt jeder dann selber entscheiden, ob er sich den Whisky mal gönnt oder nicht. Viele Leute, auch gerade so aus meinem Umfeld von der Whisky-Gruppe her, die lieben den, die mögen den sehr, sehr gerne. Ich kann jetzt sagen, schöner Whisky, aber ich weiß nicht, ob ich mir da eine Flasche unbedingt zulegen würde. Da ist noch eine Note, die ich nicht greifen kann irgendwie. Vielleicht würde der sich auch noch entwickeln, wenn man den einen Augenblick stehen lässt, wenn man den jetzt, ich habe das ja vorhin gerade eingeschenkt, jetzt ungefähr eine Viertelstunde ist jetzt der Whisky vielleicht im Glas. Vielleicht, wenn man den mal eine halbe, dreiviertel Stunde mal stehen lässt, vielleicht entwickelt der sich ja noch. Da ist irgendeine Frucht, irgendeine süße Frucht, die aber auch Säure hat im Hintergrund, die ich irgendwie nicht greifen kann. Ich hatte das jetzt am Gaumen als grünen Apfel, hätte ich das jetzt so gehabt, was auch am Gaumen weiterhin so wäre. Aber in der Nase habe ich vorhin Zitrone gehabt. Jetzt ist die Zitrone gar nicht mehr so arg da. Also ja, wie soll ich das sagen? Halt nicht allzu doll zitruslastig mehr. Aber da ist irgendeine Frucht, die auch eine Zitrusfrucht, die ich nicht greifen kann. Eine Grapefruit. Grapefruit oder eine Pampelmuse, wenn das einer so kennt. Ja, genau. So, die Richtung könnte es so ungefähr gehen. Ja, also ich trinke nochmal den Rest und dann komme ich auch zum Fazit. Also, sehr guter, süffiger Whisky, wo ich aber für mich keine ganze Flasche bräuchte. Ich habe ja hier noch einen Schluck drin, das werde ich mir auch noch mal so ein, zwei Mal noch zu Gemüte führen. Vielleicht auch mal, probiere ich das tatsächlich mal aus und lasse den mal eine halbe Stunde stehen. Und ja, ansonsten, ja, also eine Kaufempfehlung, ich sag mal, geschmacklich ist es eine Kaufempfehlung. Preislich wäre er mir dann, glaube ich, 10 Euro zu teuer. So irgendwas in den 40ern, vielleicht 48, 47, 48 Euro würde ich für den vielleicht noch angemessen finden. Alles darüber wäre mir persönlich zu teuer. Ja, gut. Das war es dann auch wieder für heute. Also bleibt mir nur noch zu sagen, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht getan hat. Und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn ich für euch wieder einen schönen Whisky zum Verkosten hier auf meinem Regal habe. Und ja, macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.